Hinter mir befindet sich die Siegerlandhalle. Mit ihren 2400 Sitzplätzen bzw. 4300 Stehplätzen ist die Siegerlandhalle das Veranstaltungszentrum von Siegen. Im Jahr 1961 erbaut, hat die Siegerlandhalle bereits einiges erlebt. Im Jahre 1968 zum Beispiel hatte der großartige Musiker James Last hier seinen allerersten Fernsehauftritt. Und zwar in der Fernsehshow Starparade, moderiert von Rainer Holbe. Im Jahr 1970 fand in der Siegerlandhalle die 19. Schacholympiade statt. Anwesend waren Boris Spassky und Bobby Fischer, die beiden Schachgroßmeister ihrer Zeit. Es sind 34 Grad vor der Siegerlandhalle und ich befinde mich auf der Eintrachtwiese. Da stellt sich doch die Frage, warum heißt die Wiese vor der Siegerlandhalle Eintrachtwiese? Deswegen gebe ich nun drei Antworten und Sie dürfen raten, welche davon die richtige Antwort ist. Liegt es vielleicht daran, dass der im Jahre 1899 gegründete Sportverein Eintracht Frankfurt von 1903 bis 1917 die sogenannte Dutzendwanderschaft kannte? Und Aufgabe dieser Dutzendwanderschaft war es, die 120 Kilometer von Frankfurt bis zu diesem Garten zu wandern, der damals natürlich viel größer war. Oder kommt das Wort Eintracht von einträglich, weil hier an der südlichen Stelle von Siegen jeder seine Steuern entrichten musste, der auf dem Markt in Siegen seine Waren feilbieten wollte. Oder ist der Garten benannt nach einem Verein, der Eintracht heißt und etwas mit dem Eintrachtgelände hier zu tun hat. Die Antwort ist, im Jahre 1851 wurde ein Verein gegründet, der Eintracht hieß. Und Gründungsvater war der Industrielle und Philanthrop Leonhard Gläser. Und er hat den Verein Eintracht genannt nach dem Eintrachtgelände, denn so hieß das Gelände hier. Und Aufgabe des Vereins war es, die Geselligkeit und die Wohlfahrt zu fördern.